You. Du warst weg. Ja, ich war weg. Ich war tatsächlich gerade weg. Nicht lange, aber ich war weg. Ich liebe das Lied. Ah, das Wehklagen des Windes ist verstummt. Du hast ihn befreit und zurück auf seinem natürlichen Weg gebracht. Nun denn, was hast du während deiner Auseinandersetzung mit der Luft gelernt? Der Wind greift dich nicht unmittelbar mit einer gewaltigen Kraft an, wie die Erde das tut. Stattdessen panikt er deine Gestalt und fügt ihre unzähligen winzigen Wunden zu, während er um dich herumtanzt. Nach solch einer schmerzhaften Erfahrung solltest du nun mit der Fähigkeit des Windes zur schleichenden Zerstörung vertraut sein. Es gibt kein Land auf dieser Welt, das vom Wind unberührt bleibt. Wenn du dich in fernen Ländern wiederfindest und seinen Hauch auf deiner Haut spürst, dann erinnere dich an die Lektion, die du heute hier gelernt hast. Irgendwas stimmt nicht mit diesen Strömungen der Elemente. Es freut mich zwar, dass sich uns eine so gute Gelegenheit für deine Ausbildung geboten hat, aber die zunehmende Häufigkeit der Störung beunruhigt mich ein wenig. Es stimmt zwar, dass die Katastrophe viel Schaden im Wald der Einkehr angerichtet hat. Ich vermute, hier steckt eine andere Kraft dahinter. Bitte bleib wachsam. Hör genug der ominösen Sorgen. Bedauerlicherweise trennen sich unsere Wege hier wieder. Kehre zur Grotte der versunkenen Gedanken zurück und informiere Esumi Yan über deine neuen Fähigkeiten. Yay. Mal. Dämonenschnarke, wo ist Wilderin? Das können wir auch noch holen. Die Dämonenschnarke. Leuchtetypi. Wobei, so lang mache ich heute auch nicht mehr. Die letzten Tage waren ja schon recht lang. Der wird es heute dann mal ein bisschen kürzer. Kleines bisschen. Nee. Dämonenschnarke. Gut, ich brauche einmal mein Schokobo, auch wenn er eh nicht mehr mitlevelt hier gerade. Egal. Geht das Ganze etwas schneller. Wumpswederer. Juhu. Ja, Mensch, kommen sogar gleich zwei an. Praktisch. Braucht zwar, glaube ich, drei. Ja, ich brauche drei. Waren dann aber auch die letzten Bestiariumstiere hier. Oder Viecher. Gegner. Was auch immer. Oh, nach Redania zurück.
Doch, die Richtung ist richtig. Richtig. Stellung im Doppelpack. Das Outfit ist toll. Wir werden auch gleich mal gucken, wo wir dann gleich hin raiden. Heute sind ja tatsächlich noch viele, viele online. Also mal gucken. Willkommen zurück, Adaria. Die Gebieter haben mich darüber informiert, dass du gelernt hast, die Stimme des Windes zu vernehmen. Das freut mich. Nun, da du dich mit zwei Elementen verbündet hast, ist deine Ausbildung auf einem guten Weg. Aber das wahre Verständnis dieser Energien wird sich dir erst im Laufe der Zeit offenbaren. Hab Geduld, du hast dich der Natur genährt und genauso wird sich die Natur auch dir nähren. Sie haben dir etwas über den Wind beigebracht? Warum sollte man sich darum scheren? Du kannst auch ohne diese langweiligen Lektionen heilen. Das Druidentum ist untrennbar mit der Natur verbunden, Sylphie. Diese langweiligen Lektionen solltest auch du inzwischen gelernt haben. Aber da du nun hier bist, nehme ich an, du hast deinen Lehrmeister einmal mehr im Stich gelassen. Du musst das verstehen. Wenn du weiterhin ohne angemessenes Wissen Heilzauber. Ich weiß bereits genug. Meine Mutter hat sich auch niemals mit der Natur beschäftigen müssen, um zu heilen. Und die Leute, denen sie geholfen hat, waren überaus dankbar dafür. Ich werde das Druidentum auf die gleiche Art wie sie erlernen. Deine ebenso großartige Druidin werden. Du wirst schon sehen. Aber ich bin nicht hier, um mich zu streiten, Isumian. Ich wollte dir nur sagen, dass ich herausgefunden habe, wie man wiederbeleben wirkt. Was hast du nun angestellt, Mädchen? Du weißt ja gar nicht, welche gefährliche Kraft du zu kontrollieren versuchst. Solltest du versuchen, den Zauber zu wirken, bleibt mir keine andere Wahl, als dir den Titel Druiden zu entziehen. Warum bist du denn so böse? Es ist doch nicht so, als würde ich versuchen, jemandem Schaden zuzufügen. Oh, meine liebe Sylphie, darum geht's doch gerade. Verzeihung, Adaria. Ich hoffe, diese ständigen Unterbrechungen entmutigen dich nicht. Sylphies Mutter war, wie du vielleicht gehört hast, auch eine Druidin. Sie beherrschte keine Sprüche, außer ihre Heilzaubern. Verständlicherweise versucht Sylphie, ihr nachzueifern. Es ist eine seltene und rätselhafte Gabe, ohne die Energien der Natur heilen zu können. Aber diese Macht entspringt nicht dem wahren Druidentum. Unserem aktuellen Wissensstand nach sollte es unmöglich für Sylphie sein, den Zauber wiederbeleben zu wirken. Mir schaudert das bei dem Gedanken, was passieren könnte, sollte sie es versuchen. Ich fürchte, mein Misserfolg dabei, sie auf dem richtigen Weg zu führen, spricht nicht gerade für meine Fähigkeiten als Lehrmeister. Nichtsdestotrotz habe ich weiterhin die höchsten Erwartungen für deine Ausbildung zur Druidin. Du verfügst bereits über große Macht und wirst diese sicherlich weiter ausbauen. Aber denk immer daran, dass wir diese Kräfte nur geliehen und nicht vereinnahmt haben. Und wieder etwas, was ich nicht gebrauchen kann. Yay! Smile, kleiner Lala. Ja gut, das sowieso nicht. Schön, dich wiederzusehen, Adaria. Deine Aura kann nicht entnehmen, dass du als Druidin seit unserem letzten Treffen große Fortschritte gemacht hast. Du scheinst mir nun bereit zu sein, dich mit dem dritten Element zu befassen, dem Wasser. Zunächst einmal solltest du diese Flasche mit klarem Wasser nehmen und ihren Inhalt auf den Hagebaum im Ostwald entleeren.
dafür das Wesen hervorgelockt, das dem Baum seine Lebensenergie entzieht. Besiege dieses Wesen und spreche dann mit dem Druiden Jochin, wie auch immer, bei der Jagdhütte der Hawthorns. Wie du dir vielleicht denken kannst, hat er ein feines Ohr für das Rauschen der Bäche und Ströme. Folg seinem Rat, wenn du das Element des Wassers zu meistern gedenkst. Da ist wieder so ein... Oder? Guck jetzt Headstock. Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, die gehören zusammen. Und tatsächlich mal zusammen. Dann einmal hier porten. Also, wie sieht das denn eigentlich jetzt mit den... Ah, 1000 fehlen noch. Tausend Pünktchen fehlen noch. Hallo, süßes Wasser, kleines Wasserhexagon. Und Wasserhexagon besiegt. Was ist hier unten? Ja. Sehr gegrüßt, Herr Daria. Ich nehme an, du hast das verdorbene Wasser am Hagebaum gesäubert. Die Vorhinsbekundungen der Gebieter waren deutlich zu vernehmen. Erlaube mir, ihre Dankbarkeit dir gegenüber zum Ausdruck zu bringen und meine. Nun, lass uns keine Zeit verschwenden und direkt auf das Thema deiner Lehrstunde zu sprechen kommen. Es mag dir seltsam vorgekommen sein, dich um einen Baum zu kümmern, obgleich deine Lektion dort das Element Wasser zum Thema hat. Die Erklärung ist relativ einfach. Der Wald benötigt mehr als nährreichen Boden, um zu gedeihen. Wasser ist lebenswichtig, um die Nährstoffe aus dem Boden durch den Stamm bis in die Spitzen der Blätter zu transportieren. Diese wertvolle Flüssigkeit ist das Lebensblut des Waldes, der Einkehr. Aber wenn Wasser zu schnell und zu stark aufsteigt, wird es zu einer tosenden Welle, die alles mit sich reißt. Es ist von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass alles in der Natur sich in einem Gleichgewicht befindet. Das Druidentum muss dies in gleicher Weise reflektieren. Druide Joachim, seid ihr dabei? Seid ihr da? So, seid ihr dabei? Ich bin hier, mein Herr. Was ist vorgefallen? Eine Herde junger Antilopenböcke ist aufgeschreckt und hat panisch die Flucht ergriffen. Ich weiß nicht, was dies verursacht hat, aber sie lassen sich nicht beruhigen. Die Soldaten, die die Böcke aufhalten sollen, haben ganz schön was abbekommen. Jetzt haben wir eine ganze Reihe von Verwundeten drüben bei Joselins Wachturm. Nicht genügend Leute, um sie zu versorgen. Wir benötigen einen Heiler und zwar schnell. Seltsam, ich habe nichts dergleichen von den Gebietern vernommen. Was könnte diese Antilopen so erschreckt haben? Aber Verzeihung, ich werde diese Gedanken auf später verschieben. Beeilen wir uns. Wenn die Umstände tatsächlich so chaotisch sind, fürchte ich, die Zahl der Verwundeten könnte bald zunehmen. Ich frage mich, ob wir beide das bewältigen können. Daher, deine Fähigkeiten werden benötigt. Begib dich unverzüglich zu Joselins Wachturm und kümmere dich um die Verwundeten. Ich werde Heilsalben auftreiben und versuchen, weitere Heiler zu rekrutieren. Yay! Brich zur Rotte der versunkenen Gedanken auf und ersuche Esomiyan um Hilfe. Oh, wenn ich bedenke, wie viele Nebenquests ich hier noch nachholen muss. Na gut, haben dann hier noch den Pikmin in den Gebieten hier. Wer ist eine Druidin? Nofika sei Dank. Du kommst gerade zur rechten Zeit.
Es klingt, als würden gerade einige frisch verwundete Soldaten eintreffen. Bitte hilf ihnen, so gut es geht. Yay. Ich kann wieder atmen. Dankeschön. Gerne doch. Diese Leute sind fürs Erste außer Gefahr. Aber ich fürchte, das verschafft uns nur eine kurze Atempause. Der Kampf mit den Böcken hält noch immer an und wir erhalten Berichte von noch mehr Verwundeten. Bitte dich, das Klageregiment zu unterstützen und all dies zu beenden. Die Schlacht findet neben dem Pfad, der nach Nordosten führt, statt. Meine Künste sollten ausreichen, um die hier Verbliebenen zu versorgen. Geh nun. Yay! Vielleicht kommt wieder ein Zeni. Das wird toll. Licht. Ju, den einzelnen den mache ich auf jeden Fall noch. Und dann geht's so langsam Richtung Feierabend. Oh, ich hasse diese Einzelne. Ich hasse sie wie die Pest. Aber vielleicht geht sie jetzt relativ flott. Sind ja dezent überlevelt. Macht sie eigentlich da schon wieder? Die ist eigentlich da ohne Sinn und Verstand gerade. Die armen Böcke. Hilfe! Ja. Ich bin doch schon da. Die armen kleinen Böcke. Ich will denen aber gar nicht wehtun. Ihr sollt recht fix gehen. Das zeigt sogar, ist ganz schnell platt. Junger Antilopenbock. Upp. Upp. Ja, das Wasser kommt gleich dran. Jetzt. Dann da drüben. Da drüben. Und hier drüben. So. Das will ich schon. Ich weiß nicht, früher bin ich da verdammt oft gestorben. Junge Frau. Mir geht's gut. Kümmere dich nicht um mich. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Dieses Kind, ey. Silphi, hör sofort auf damit. Ich verbiete es dir, solche Methoden anzuwenden. Gehen, Meister. Ich kann nicht zulassen, dass du die Fehler deiner Mutter wiederholst. Huch,
Da war die Sequenz zu schnell. Oder ich, eins von beiden. Daher dürfte ich dich darum bitten, ihr zu folgen. Ich fürchte, meine Anwesenheit reizt sie nur noch mehr. In ihrem Zustand kann sie nicht weit gekommen sein. Warum muss ich das immer regeln? So, diesmal nicht dran vorbeilaufen. Das verstehe ich nicht. Wenn ich versuche, Zauber zu wirken, passiert nichts. Wenn ich meine Kräfte einzusetzen versuche, dann ist da nichts mehr. Ist das das, wovor der Gildenmeister mich zu warnen versucht hat? Er sagte, ich würde die Fehler meiner Mutter wiederholen. Das Gleiche ist auch ihr zugestoßen. Sie hat ihre Magie verloren, meine ich. Und dann ist sie. Werde ich auch sterben? Das kann nicht sein. Ich hätte nicht gedacht. Bitte, ich möchte alleine sein. Dummes Kind. Ja, sie ist tatsächlich ein dummes, dummes Kind. Aber einer der Nebencharaktere, die überhaupt nicht ab kann. Zumindest bisher. Ich glaube, später in den Klassenquests kommt sie ja sogar nochmal drin vor. Wenn ich mich richtig an die Druiden-Quests oder an die Weißmagier-Quests erinnere. Tief unbekanntes Eorzea. Müsste ich auch noch machen. Jo, dann gehen wir das eine jetzt nochmal fix ab. Dann geht's Richtung Bett. Ui, 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 ui. Ich höre ja schon auf. Ui. Es verleitet dann immer zum Springen. Genau, auch nichts dafür. Ich bin froh, dich wiederzusehen, Adaya. Konntest du mit Silphie sprechen? Heißt das, dass die Magie von Silphie bereits versiegt war? Ich habe dich eins gelehrt, dass Druiden sich die Kräfte der Natur zu eigen machen, um Veränderungen herbeizuführen. Erde, Wind, Wasser, Heilung. Das Prinzip ist immer das gleiche. Zur Heilung bedienen wir uns der Lebenskraft der Natur selbst und transferieren diese zu den Verwundeten. Silphie hat nie daran gedacht, sich diese reichhaltige Quelle zu Nutzen zu machen. Ihre Kraft zum Heilen entspringt nicht der Natur, sondern ihrer eigenen Lebenskraft. Die vitalen Energien von Sterblichen sind jedoch endlich und nun ist jedoch en doch endlich. Nun ist die schlimmstmögliche Folge eingetreten. Ihre Mutter hat unwissentlich ihr eigenes Leben geopfert, um ihre Heilfertigkeiten einzusetzen. Und Silphie scheint mir noch begabter als sie zu sein. Daher ist es nicht ungewöhnlich, dass sie bereits in einem viel jüngeren Alter an ihre Grenzen stößt. Wenn wir nichts unternehmen, wird sich diese grausame Tragödie wiederholen. Ich könnte es nicht ertragen, die Tochter auf die gleiche Art zu verlieren. Ich würde über eine Lösung für dieses Dilemma nachdenken. Möglicherweise brauche ich dafür deine Unterstützung. Zweifle nicht an deinen Fähigkeiten. Du hast die Prüfung von Erde, Wind und Wasser absolviert. Mit jedem Tag kommst du der Natur einen Schritt näher und ich fühle, dass du für Großes bestimmt bist. Dank der Begegnung mit dem Wasser hast du seine Rolle als Lebensspender verstanden. Aber du hast auch seine unerhebliche Kraft in Form einer tosenden Welle erfahren, die sie mit sich reißt. Wie so oft hat auch dieses Element mehrere Facetten. Ich bin dann sehr erfreut, dass du die Grundlagen des Druidentums verinnerlicht hast. Aber dies ist erst der Beginn einer langen Reise. Du solltest dich auch fortan bemühen, mit den Elementen der Natur eins zu werden. Yay, ich kann aber nichts davon gebrauchen. Ich nehme das Geld. Ausnahmsweise nehme ich mal das Geld. Auch wenn es nicht viel ist. Jo. Ne, ich kann tatsächlich nichts davon gebrauchen. Ich stelle mich aber nach draußen. Jo. Wunderbar. Auf Erkundung kann ich die Leute leider nicht mehr schicken. Aber das ist auch halb so wild. Jo. Jetzt kann ich ja mal gucken, wer denn online ist. Wo ich euch denn hinschicken kann.